In einer Stadt lebte ein Mann. Er war in seinem Leben viele Male betrogen und betrogen worden. Freunde hatten ihn betrogen, Geschäftspartner hatten ihn ausgenutzt und sogar einige Verwandte hatten ihm den Rücken gekehrt. Diese Erfahrungen brachen ihm das Herz. Er war nicht in der Lage zu erkennen, wem er vertrauen konnte und vor wem er vorsichtig sein sollte. Eines Tages erfuhr er von einem Zen-Meister, der auf einem entfernten Berg in der Nähe der nächsten Stadt lebte. Entschlossen, Weisheit zu suchen, machte sich der Mann auf den Weg, den Zen-Meister zu treffen. Nach einer anstrengenden Reise erreichte er schließlich den Gipfel des Berges und entdeckte den Zen-Meister friedlich mit Drachen meditierend. Der Mann trat auf ihn zu und sagte: „Meister, bitte helfen Sie mir. Ich wurde in meinem Leben oft betrogen und betrogen. Bitte sagen Sie mir, wie ich mich vor Täuschung und Verrat schützen kann." Der Zen-Meister öffnete seine Augen, sah den Mann mit Mitgefühl an und fragte: „Was ist passiert? Warum bist du so traurig?" Der Mann erzählte seine Geschichte dem Zen-Meister. Nachdem er dem Mann zugehört hatte, sagte der Zen-Meister: „Siehst du, mein Freund, Vertrauen ist das Fundament jeder Beziehung, sei es zwischen Freunden, Partnern oder Arbeitskollegen. Wenn dieses Fundament schwach ist, wird die Beziehung irgendwann zusammenbrechen. Es gibt jedoch Menschen in der Gesellschaft, die die Freundlichkeit anderer ausnutzen, sich unfair zu ihrem Vorteil verhalten und ihr Vertrauen verraten. Daher werde ich dir heute von 7 Arten von Menschen erzählen, denen du niemals vertrauen solltest." Dann fuhr der Zen-Meister fort und der Mann hörte aufmerksam zu. Der Meister sagte: „Die erste Art von Menschen, denen du nicht vertrauen solltest, sind diejenigen, die dich zu sehr schmeicheln. Diejenigen, die dich übermäßig schmeicheln, haben oft eine verborgene Agenda. Wie eine Fata Morgana in der Wüste mögen ihre Worte erfrischend erscheinen, sind aber nicht real. Sie loben dich nicht für das, was du bist, sondern für das, was sie von dir gewinnen können. Sie sagen Dinge, um dich zu erfreuen, damit sie dich leicht täuschen können. Diese Art von Menschen sind unehrlich und insincere. Sobald sie ihr Ziel erreicht haben, lassen sie dich ohne einen zweiten Gedanken zurück. Vertraue daher niemals jemandem, der dich zu sehr schmeichelt." Dann sagte der Zen-Meister: „Die zweite Art von Menschen, denen du niemals vertrauen solltest, sind diejenigen, die ständig lein und ihr Wort nicht halten. Diese Art von Menschen borgt ständig von anderen, sei es Geld, Gegenstände oder sonst etwas. Beim Ausleihen versprechen sie, rechtzeitig zurückzukehren. Aber wenn es Zeit ist, zurückzukehren, fangen sie an zu zögern. Sie halten ihr Wort nicht. Nur selten erweisen sie anderen einen Gefallen. Wenn du solchen Menschen weiterhin vertraust, wird eines Tages dein Vertrauen gebrochen und du wirst bedauern, an sie geglaubt zu haben. Drittens, vertraue denen nicht, die immer über andere tratschen und deren Geheimnisse ausplaudern. Du solltest denen nicht vertrauen, die immer über andere tratschen, wenn sie bei dir sind, denn die Chancen stehen gut, dass sie auch über dich tratschen, wenn sie bei anderen sind. Wenn du jemanden kennst, der dir regelmäßig die Geheimnisse anderer Menschen erzählt, dann besteht eine gute Chance, dass sie auch anderen deine Geheimnisse erzählen. Und wenn sie dich bitten, nichts jemand anderem zu erzählen, dann kannst du fast garantieren, dass sie dasselbe auch von anderen verlangen. Diese Menschen haben kein Konzept von Loyalität und keine Rücksicht auf Vertraulichkeit. Es ist ihnen egal, ein Geheimnis preiszugeben oder Nachrichten zu verbreiten, auch wenn sie wissen, dass es Reibungen zwischen Menschen verursachen kann, die gut miteinander auskommen. Dann setzte der Zen-Meister fort: „Vertraue Menschen nicht, die zu nett sind und zu viele Fragen stellen. Einige Menschen sind von Natur aus nett und ziehen andere an, aber einige Personen geben vor, zu nett zu sein. In Wirklichkeit fehlt es ihnen oft an Großzügigkeit. Sie haben oft schlechte Absichten oder erwarten etwas im Gegenzug. Solche Personen halten ihr Privatleben privat, während sie versuchen, in dein Leben zu spähen, indem sie zu viele persönliche Fragen stellen. Einige Menschen sind von Natur aus neugierig, aber einige Menschen wollen einfach nur etwas über dein Privatleben wissen und später können sie es auch anderen erzählen. Wenn jemand, der normalerweise unfreundlich ist, plötzlich nett zu dir ist, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass etwas nicht stimmt. Daher solltest du vorsichtig bei solchen Menschen sein." Dann sagte der Zen-Meister fünftens: „Vertraue Menschen nicht, die keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.
Dies bedeutet, dass sie, wenn sie etwas falsch machen, andere beschuldigen oder Ausreden suchen. Sie gestehen ihre Fehler nicht ein. Es ist so, als ob jemand Milch verschüttet und sagt, es war nicht ich, sondern die Tasse war fehlerhaft. Wenn du solchen Menschen vertraust, könntest du die Schuld für Dinge übernehmen, die du nicht getan hast, oder sie könnten dich im Stich lassen, wenn du sie brauchst. Ihnen zu vertrauen kann zu Problemen führen, weil sie nicht da sein werden, um dir zu helfen oder Dinge zu reparieren, wenn sie Fehler machen. Daher ist es immer besser, BI-Menschen zu sein, die zu ihren Handlungen stehen. Dann sagte der Zen-Meister sechstens, vertraue Menschen nicht, die sich mit der Zeit ändern, wie ein Chamäleon seine Farbe ändert. Menschen, die ihre Farbe für ihren Vorteil ändern, sind wie Chamäleons, denen du nicht vertrauen kannst. Diese Menschen ändern ihr Verhalten je nachdem, mit wem sie zusammen sind. Wenn sie bei dir sind, verhalten sie sich anders. Und wenn sie mit jemand anderem zusammen sind, verhalten sie sich anders. Das kann es schwierig machen, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Wenn sie ständig ihre Art zu handeln ändern, ist es schwer, ihnen zu vertrauen. Daher ist es immer besser, B-Menschen zu sein, die unabhängig davon, wo sie sind oder mit wem sie zusammen sind, gleich handeln. Das sind diejenigen, denen du mehr vertrauen kannst. Dann sagte der Zen-Meister siebtens, vertraue Menschen nicht, die keine Empathie haben. Empathie ist, wenn du wirklich verstehst, wie sich jemand anderes fühlt und ihnen Mitgefühl zeigst. Aber einige Menschen haben keine Empathie. Sie ziehen sich zurück, wenn jemand ihre emotionale Hilfe benötigt. Sie verhalten sich möglicherweise auf eine Weise, die andere verletzt und die Dinge durcheinander bringt. Sie sehen oft nicht, wie sie Menschen verletzen, weil sie nur an sich selbst denken. Vertraue daher nicht Menschen, die nicht darüber nachdenken, welche Auswirkungen ihre Worte oder Taten auf andere haben. Es ist eine gute Idee, Abstand von ihnen zu halten. Dann schloss der Zen-Meister. Wenn du aufhörst, diesen sieben Arten von Menschen zu vertrauen, kann dich niemand verraten oder verletzen. Nachdem er diese Weisheit vermittelt hatte, wurde der Zen-Meister still. Nachdem der Mann dem Zen-Meister zugehört hatte, hatte er Tränen in den Augen. Er dachte darüber nach, wie anders sein Leben gewesen wäre, wenn er früher den Rat des Zen-Meisters gesucht hätte. Er erkannte jedoch, dass es nie zu spät ist, eine positive Veränderung vorzunehmen. Der Mann verneigte sich vor dem Zen-Meister und versprach, seinen Rat in seinem Leben umzusetzen. Mit Dankbarkeit in seinem Herzen verließ er den Ort. Also, Freunde, wenn auch ihr nicht betrogen und verraten werden wollt, dann beherzigt den Rat des Zen-Meisters und vertraut niemals diesen sieben Arten von Menschen. Indem ihr diesem Rat folgt, könnt ihr ein Leben frei von Verrat und gebrochenen Herzen schaffen.